Wir verschalten mal ein paar Bauteile relativ raffiniert miteinander und gucken, was passiert. Ich nehme eine Induktivität, eine Kapazität und parallel zur Kapazität einen ohmschen Widerstand. Das soll meine Schaltung sein. Hier lege ich Spannung dran, sinusförmig. Ich nehme den komplexen Effektivwertzeiger und es soll ein Strom fließen. Naja, mache ich den hier mal so rein. Das soll der Strom sein, auch wieder als komplexer Zeiger. Induktivität L, Kapazität C, ohmscher Widerstand R. Ich wüsste jetzt gerne, was in dieser Schaltung passiert. Praktische Anwendung ist zum Beispiel eine Frequenzweiche für eine Lautsprecherbox. Das hat jetzt nichts mit Windenergie zu tun, aber man kann auch mal üben, mit den komplexen Größen hier zu rechnen. Die Spule leitet die tiefen Frequenzen gut, die hohen Frequenzen schlecht. Hier kommen die tiefen Frequenzen gut durch. Der Kondensator leitet die hohen Frequenzen gut und die tiefen schlecht. Das heißt, das, was von den hohen Frequenzen hier nach der Spule noch ankommt, geht gut durch den Kondensator durch, deshalb nicht durch den Widerstand durch. Also Spule und Kondensator sollten gut zusammenarbeiten, dass der Widerstand hier keine hohen Frequenzen mitbekommt. Wir gucken uns das mal insgesamt an, was jetzt passieren wird. Also mich interessieren jetzt hier Ströme, Spannungen in der ganzen Konstruktion und insbesondere interessiert mich, welche Spannung hier dann über dem Widerstand liegen wird und wie diese Spannung über dem Widerstand von der Frequenz abhängt. Die Erwartung ist, nenn das mal UR, komplex, die Erwartung ist, dass die Spannung über den Widerstand stark einbricht, wenn die Frequenz groß wird. Aber das gucken wir uns jetzt an. Ich würde klein anfangen und dann ins Große arbeiten. Wenn Sie mit UR anfangen, dann können Sie sagen, wie der Strom durch den Widerstand in Phase damit ist. Oder er ist ja sowieso in Phase damit, ist ja ein ohmscher Widerstand. Sie können sagen, was mit dem Strom durch die Kapazität passiert. Wenn Sie den Strom gesamt dann haben, können Sie sagen, was mit der Spannung über der Spule ist und so weiter und so weiter. Also ich würde eher klein anfangen. Also mit UR würde ich anfangen. Zeichne UR mal so. Mal gucken, was passiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Strom, wenn ich jetzt hier den im Verbrauchshaushaltssystem nehme, den Strom, dass der Strom in Phase ist mit der Spannung. Zeichne die mal daneben, damit das etwas deutlicher ist. IR. Der Strom ist in Phase damit. Was wissen Sie jetzt noch? So, dieselbe Spannung über dem Kondensator wie über dem Widerstand. Aha, dann kann ich jetzt was über den Strom hier in den Kondensator rein sagen. Ich zeichne dann auch diesen Strom im Verbraucherzählfallsystem. Spannung, Strom, IC. Der eilt im Verbraucherzählfallsystem voraus beim Kondensator um 90 Grad, wenn es ein idealer Kondensator ist. Also so etwas. IC. Erst der Strom und dann folgt die Spannung. Sie beginnen den Kondensator zu laden und dann geht auch die Spannung rauf. So merke ich mir das. So, und jetzt kriegen wir hier einen Gesamtstrom. I hat ja schon einen Namen. Der fließt da auch, unser Gesamtstrom. Da ist die Summe aus IC und IR. Diese beiden hier addieren. Die Summe aus IR und IC, das wird I werden. Ja, das ist ja alles ein bisschen geflunkert hier. Und was kann ich jetzt noch einzeichnen? Wir wissen den Strom durch die Induktivität. Jetzt ist also die Spannung Induktivität angesagt. Nehmen wir die in die Richtung. Stellt sich jetzt die Frage, in welche Richtung zeichne ich jetzt UL? Senkrecht zu I ist gar keine Frage. 90 Grad für die ideale Induktivität. Das könnte so gehen, es könnte so gehen. In welche Richtung? So, also das ist wieder Verbraucherzählfallsystem. I und U in derselben Richtung. Und an der Induktivität der Idealen ist die Spannung vorauseilend. Das heißt, UL muss nach unten gehen, nicht nach oben. Das hier mit meinem Zeiger für UL. Jetzt müsste ich so ein bisschen addieren können. Und dann sollte das funktionieren. Den Strom habe ich schon aufgespalten. Die Spannungen. Sie sehen, dass die Spannung U, die da außen anliegt an meiner Schaltung, dass die einfach die Summe ist. UL plus UR. UL plus UR. Die Summe dieser beiden Pfeile hier. So was. Das wird U werden. Das heißt, auf Anhieb könnte man zum Beispiel jetzt aus dem Bild hier nicht sicher sagen, ist bei der Gesamtschaltung der Strom vorauseilend oder die Spannung vorauseilend. Das müssen wir nachrechnen. Je nachdem, wie die Balance hier ist, ist der Zeiger I links oder der Zeiger U links. Ist nicht ganz klar. Wie ich jetzt vorgegangen bin, ich bin vom Kleinen zum Großen vorgegangen. Ich habe angefangen mit UR und zum Schluss habe ich jetzt U und I da herausbekommen. Die Physik ist natürlich andersrum. Sie legen die äußere Spannung U an und die wird sich dann sozusagen automatisch
aufteilen. Es werden sich Ströme einstellen und so weiter. Und zum Schluss kommen sie da bei I, bei dem I-Zeiger an. Die Denke, die man normalerweise hat, ist andersrum. Ich lege eine Spannung an und es wird sich ein Strom einstellen. Hier habe ich jetzt ganz anders angefangen. Ich habe hier innen drin angefangen mit dem UR und rückwärts gearbeitet, um dieses Diagramm zu bauen. Was mich jetzt interessiert ist, ja, ich lege eine bestimmte Spannung an, und das zum Beispiel eine Frequenzweiche ist, hier ist mein Tieftöner, ich lege eine bestimmte Spannung an und würde gerne wissen, welche Spannung denn dann wirklich ankommt an diesem Widerstand, wobei ein Lautsprecher kein Widerstand sein wird, sondern auch induktiv sein wird. Wie könnte man da jetzt weiterrechnen? Also die Frage ist eigentlich gegeben U und gesucht ist UR. Übrigens würde mich dann tatsächlich sogar nur der Betrag interessieren. Ich lege hier eine Wechselspannung mit so und so viel Volt an, bestimmte Herzzahl, sinusförmig natürlich, mit Zeigern. Wie viel Volt liegen an dem Widerstand? Phase ist mir relativ egal. Wenn wir das mit komplexen Impedanzen rechnen, also wir kriegen U gleich R mal I, UR ist gleich R mal I. Jetzt also mal nicht mit Längen und Winkeln, sondern einfach richtig mit komplexen Zahlen. UR ist gleich R mal IR. Für die Kapazität. Über der Kapazität habe ich dieselbe Spannung als komplexen Zeiger. Also hier steht IC durch Omega durch C. Wo dichten Sie jetzt ein J dazu in dieser Gleichung noch? So stimmt das ja nicht. So wären die beiden in Phase, UR und IC. Es muss aber, wenn das UR ist, muss der Strom vorauseilen. In dieser Form. Wo dichten Sie hier jetzt noch ein J dazu, dass der Strom vorauseilt? Genau, rechts durch J oder mal minus J. Ich glaube, durch J ist das, was man üblicherweise schreiben würde, aber mal minus J ist das, was mich mathematisch glücklicher machen würde. Wenn Sie mit J multiplizieren, wenn das ein Vektor X ist und Sie multiplizieren mit J, dann gehen Sie 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Das ist X, das ist J mal X. Wenn Sie mit minus J multiplizieren oder durch J teilen, minus J mal X, gehen Sie 90 Grad mit dem Uhrzeigersinn. Also nehmen Sie IC mal minus J, um die Phase von UR zu kriegen. Ich löse nach den Strömen auf, addiere die Ströme. IR ist UR durch R und IC ist beide Seiten mal J, gibt auf der rechten Seite eine 1 und auf der linken Seite ein J, also J, schauen wir es alles zusammen, J Omega C mal UR, die umgeformt. Jetzt komme ich auf den Gesamtstrom, der ist die Summe aus beiden, IR plus IC, also UR Zeiger durch R plus J Omega C UR. UR kann ich ausklammern, ist also UR Zeiger 1 durch R plus J Omega C. Jetzt habe ich den Strom, nun komme ich zur, ich arbeite mal weiter von rechts nach links, jetzt komme ich hier zur Induktivität UL. Und I, UL ist gleich I mal Omega L. Wo dichten Sie hier jetzt noch ein J dazu? I und UL sind ja nicht in Phase. Wo kommt hier ein J dazu? Eigentlich ist aus der Formel immer klar, ne? Ist immer J Omega. Oder wenn Sie es nochmal überlegen wollen, die Spannung im Verbraucherzählfallsystem muss vorauseilen bei der Induktivität. Das ist U, das ist I mal J. I mal J und dann bin ich 90 Grad voraus. Und das I hatten wir, da sind wir hier bei, UR kann ich auch noch ausklammern. UR komplexer Zeiger mal 1 durch R plus J Omega C mal J Omega L. Habe für I den hier eingesetzt. Ich bin immer noch nicht so weit gegangen, dass ich jetzt Bindwiderstände und Scheinwiderstände hingeschrieben habe, aber ich rechne jetzt wirklich mit komplexen Zahlen und nicht mit Längen und Winkeln. Sie sehen, das ist doch schon sehr viel erfreulicher hier, weil jetzt bekomme ich diese Gesamtspannung U als die Summe aus UL und UR. Ich weiß, was UL ist und UR lasse ich stehen, denn der interessiert mich. Das ist also UR mal, große Klammer, für UL kommt jetzt also 1 durch R plus J Omega C mal J Omega L und plus 1 für UR. Jetzt können wir auflösen. Eigentlich wollte ich es ja umgekehrt haben. Ich möchte ja UR wissen. UR, komplexer Zeiger, ist also teilen durch, was hier in den Klammern steht, die angelegte Spannung durch 1 durch R plus J Omega C, J Omega L plus 1. Ich multipliziere mal aus dem Nenner, da sind noch ganz viele Js drin, also hier haben wir U geteilt durch J Omega L durch R,
Und hier kommt minus Omega Quadrat c mal l und plus 1. So, was wir alles jetzt beobachtet haben, ich schreibe mal dazu Beobachtungen. Wenn der Widerstand sehr groß ist, dann wird dieser erste Teil sehr klein. Es steht nichts mehr von J in dem ganzen Ausdruck drin. Wir sind in Phase oder in Gegenphase. UR in Phase mit der angelegten Spannung U oder in Gegenphase. Und man sieht, das hängt von der Frequenz ab. Wenn die Frequenz klein ist, ist dieser Teil dann auch noch klein. Der erste Teil klein, weil er groß ist. Der nächste Teil auch noch klein, wenn die Frequenz klein ist. Dann sind wir in Phase. Wenn die Frequenz groß ist, sind wir in Gegenphase. Das erkennt man da. Und dann erkennt man eine Resonanz. Wenn Omega gleich 1 durch die Wurzel aus CL ist, Kapazität mal Induktivität, dann steht hier 1 durch C mal L mal C mal L. Hier steht 1. Minus 1 plus 1 macht 0. Und wir haben nur den ersten Anteil hier. Der Nenner wird rein imaginär. Und wenn dann auch noch der Widerstand groß wird, wird der Nenner im Betrag sehr klein. Die Spannung über den Widerstand explodiert bei dieser Frequenz. Und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, den Abfall, die Induktivität lässt die hohen Frequenzen nicht gut durch. Die Kapazität leitet das, was noch an hohen Frequenzen drin ist, durch. Das heißt, bei dem Widerstand sollten kaum hohe Frequenzen ankommen, sozusagen doppelt schlecht ankommen. Das sehen wir nämlich mit Omega Quadrat. Das haut hin. Kapazität und Induktivität arbeiten zusammen bei hohen Frequenzen, quadratisch gut, um die Spannung über dem Widerstand zu verringern hier. Ich schreibe mal quadratische Dämpfung für hohe Frequenzen. Moral, wenn man es in komplexen Zahlen rechnet, ist es einfacher. Man muss nicht unbedingt auf Blindwiderstände, Scheinwiderstände gehen, wenn Sie es einfach mit komplexen Zahlen hinschreiben. Ich finde das mit den Zeigern gut, um sich eine Idee zu verschaffen, was jetzt wie wo liegt. Zu rechnen sind die Längen und die Winkel von den Zeigern nicht das Schnellste. Wenn Sie die Zeiger tatsächlich als komplexe Zahlen nehmen, sind Sie höchstwahrscheinlich schneller am Ziel als mit den Längen und mit den Winkeln.